Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Scharrelmann. Das alte Haus. Jeden Morgen, wenn ich zur Schule ging, kam ich an einem alten, merkwürdigen Hause vorbei. Es hatte einen hohen, spitzen Giebel und wunderliche, in Stein gehauene Blumen und Engel umrahmten die Fenster. Und mitten an der grünen, schweren Haustür saß ein Löwenkopf, der einen dicken, eisernen Ring im Maule trug. Den Ring musste man heben und wieder an die Tür zurückfallen lassen, wenn man ins Haus wollte, denn die Tür war immer verschlossen und wurde nur geöffnet, wenn jemand klopfte. Ja, es war ein merkwürdiges Haus. Das sah man schon an den vielen kleinen Fensterscheiben, an den hässlichen Flecken in den Wänden, an der Dachgosse, die wie ein Vogelkopf geformt war und weit über die Straße reichte. Und an der rechten Seite des alten Hauses war ein kleiner Garten. Nirgends in der ganzen Stadt wuchsen in den Gärten solch wunderbare Blumen, nirgends so vielerlei verschiedene durcheinander, nirgends gab es solch kugelrunde Buchsbäume, solch ein hübsches Holzstaket.